Wir Lebewesen und das Universum sind so komplex und gleichzeitig doch scheinbar so perfekt aufeinander abgestimmt. Dafür kann doch nur Gott verantwortlich sein. Wenn du diese Aussage unterschreiben würdest oder, und das glaube ich eher, diese Aussage in Zweifel ziehst, aber spontan kein Argument dagegen vorbringen kannst, dann solltest du dranbleiben. Denn im Folgenden schaue ich mir an, warum Gott aller Wahrscheinlichkeit nach das Universum nicht designt hat. Definitiv designt wurde, ist dieser Abonnieren-Button rechts unter dem Video, auf den du jetzt klicken solltest, wenn du mehr von mir und solchen Videos sehen willst. Teleologische Gottesbeweise oder auch Designargumente sind eine Familie von Gottesbeweisen. Wenn du einen Überblick haben möchtest, was es noch für weitere Familien gibt, dann schau dir mein entsprechendes Video zu diesem Thema an. Allen teleologischen Argumenten ist die Aussage gemein, dass Dinge im Universum eine scheinbare Zweckmäßigkeit und Ordnung aufweisen. Sämtliche Argumente, die in diese Kategorie fallen, haben natürlich gewisse nuancierte Unterschiede. Im Folgenden werde ich der Einfachheit halber aber vom Design-Argument sprechen und eine eher generelle Kritik am Denkansatz halten. Aber was ist dieses Design-Argument? Teleologisch bedeutet auf ein Ziel oder einen Zweck hinausgerichtet. Deshalb könnte man entsprechend den Ansatz wie folgt verallgemeinert formulieren. Dinge im Universum weisen gewisse Eigenschaften auf, die zweckmäßig wirken. Und für diese Zweckmäßigkeit muss etwas oder jemand verantwortlich sein. Und dieser jemand ist Gott. Prinzipiell könnte man drei Kategorien unterteilen, in der man Zweckmäßigkeit finden kann. Erstens bei Lebewesen, zweitens bei Dingen oder Objekten und drittens in der Natur. Beim Thema Lebewesen brauchen wir, ketzerisch gesprochen, eigentlich gar nicht weiterreden. Denn Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Selektion erklärt wunderbar, warum Lebewesen so scheinbar zweckmäßig in ihren Lebensraum passen. Die Intelligent Design Bewegung in den USA würde hier wahrscheinlich Einwände vorbringen, aber der wissenschaftliche Konsens ist eindeutig. Wir begnügen uns mit einem simplen Beispiel. Dass Tiere in der Antarktis vornehmlich weiß sind und Tiere in der Sahara vornehmlich braun sind, ist natürlich kein Zufall. Denn je weniger sich ein Tier von der Umgebung abhebt, desto unsichtbarer ist es. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, sowohl für Beute als auch für den Jäger. Solche Tiere sind bezüglich des Überlebens und des sich Fortpflanzens deutlich erfolgreicher als ihre Artgenossen. Sie geben also ihre Gene tendenziell häufiger weiter. Und über längere Dauer setzen sich diese Gene dann im Genpool durch. Vereinfacht gesprochen, weiße Eisbären produzieren mehr weiße Eisbären als braune Eisbären. Bei Objekten hingegen ist absolut klar, dass Dinge einen Designer haben. Das bekannte Watchmaker- oder Uhrmacher-Argument geht ungefähr wie folgt. Wenn ich am Strand entlanglaufe und im Sand plötzlich eine Uhr sehe, dann gehe ich nicht davon aus, dass diese Uhr zufällig entstanden ist, sondern ich gehe davon aus, dass sie jemand geschaffen hat. Also ein Designer, in diesem Fall ein Uhrmacher. Syllogistisch sieht das in etwa so aus. Komplexe Objekte, zum Beispiel Uhren, entstehen nicht zufällig, sondern durch einen Designer, zum Beispiel einen Uhrmacher. Das Universum ist komplex. Das Universum hat einen Designer. Und was gibt es dagegen einzuwenden? Eine ganze Menge. Hier liegt nämlich ein klarer Analogiefehlschluss vor. Denn nur weil Uhren und das Universum eine Eigenschaft teilen, zum Beispiel Komplexität, heißt das nicht, dass sie auch weitere Eigenschaften zwingend teilen müssen. Wie zum Beispiel, dass sie einen Designer haben. Wir wissen, dass Uhren die Eigenschaft haben, komplex zu sein. Wir wissen auch, dass Uhren die Eigenschaft haben, uns die Zeit anzeigen zu können. Wir wissen, das Universum ist komplex, also schließen wir daraus, dass das Universum uns auch die Zeit anzeigen kann. Es ist also ein totaler Non Sequitur, dass das Universum auch ein Designer haben muss. Mit in der Natur meine ich bei Naturphänomenen und bei Naturgesetzen. Die modernste Variante dieses Arguments ist das sogenannte Fine-Tuning. Argument, welches im Folgenden als Beispiel dienen soll. Das Fine-Tuning-Argument bezieht sich auf die sogenannte Feinabstimmung der Naturkonstanten. Und Naturkonstanten sind Dinge wie Gravitation, Lichtgeschwindigkeit, das Verhalten von Atomen und so weiter und so fort. Oder auf Deutsch gesagt, dass es das Universum gibt, dass es existiert, liegt daran, dass alle physikalischen Gesetze und alle Größen genauso sind, wie sie sind. Wenn es nur eine minimale Abweichung gäbe, dann könnte das Universum so nicht existieren. Das Argument lautet dann in etwa, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das alles aus Zufall so passiert ist. Das muss jemand beabsichtigt und designt haben. Und dieser jemand ist wiederum Gott.
Dieses Argument klingt auf jeden Fall überzeugender, weil es zumindest mal keinen offensichtlichen Fehlschluss zieht. Das Problem in dieser Argumentation finden wir darin, dass es auch weitere Erklärungen geben kann als ein Designer. Theisten finden es am wahrscheinlichsten, dass die Erklärung Gott ist. Skeptiker oder Naturalisten hingegen würden einwenden, dass wir vielleicht einfach noch nicht genug über das Universum wissen, um die Naturkonstanten und deren Feinabstimmung zu erklären. Vielleicht erklärt sich das durch irgendwelche physikalischen Gesetze, die wir noch nicht kennen. Oder vielleicht hilft die Multiversum-Theorie, uns das Universum zu erklären. An diesem Punkt hat die Wissenschaft keine einheitliche Antwort. Der Theist glaubt sie zu haben, und zwar in Gott. Beides sind Spekulationen. Der Unterschied ist aber, dass es immer mal wieder durchweg in der Menschheitsgeschichte vorkam, dass wir an einem Punkt gelandet sind, wo wir Naturphänomene nicht erklären konnten. Zum Glück war jedes Mal die Religion da, um zu sagen, kein Ding, Gott ist die Erklärung. Nur um dann wieder zurückrudern zu müssen, wenn die Wissenschaft tatsächlich die Erklärung geben konnte. Und die Religion musste sich dann zurückziehen, um dann wieder aufzukreuzen, wenn das nächste Mysterium aufschlägt. Die Frage ist dann, was ist eher wahrscheinlich? Es ist eher wahrscheinlich, dass wir wirklich an dem Punkt angekommen sind, dass es keine andere Erklärung als Gott geben kann? Oder ist es eher wahrscheinlich, dass wir einfach noch nicht genug wissen? Ich überlasse diese Entscheidung dem Publikum. Dieses Video ist als Einstieg in das teleologische Argument gedacht. Zum besseren Verständnis habe ich gewisse Dinge komprimiert und vereinfacht wiedergegeben. Ihr solltet nun aber ein gewisses Verständnis für den Denkansatz haben. Und wenn ich gewisse Aspekte oder Argumente näher beleuchten soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Was meint ihr dazu? Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, ein Like da lassen, kommentieren und folgt mir auch auf Instagram und Twitter.